FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Das letzte Mal hatten wir die Marx-Lektüre hinsichtlich seines Verhältnisses zum Judentum durch Bemerkungen über Engels unterbrochen, was eigentlich heute noch zu Ende geführt hätte werden müssen, wenn das nicht schon fertig geworden wäre. Weil Engels in unmittelbar praktischem Interesse gegen antisemitische Tendenzen in der Arbeiterbewegung vorging, war das relativ schnell abzuhandeln. Und heute, so versprach ich, wird es wieder um Marx gehen, noch einmal tiefer greifend, in Aneignung der Abhandlung von Albert Masicek, die 1968 mit dem Titel »Der menschliche Mensch« Karl Marx, jüdischer Humanismus, erschienen war. Das dürfte die Marx-Kritiker erstaunen, die vorschnell Marx in eine antisemitische Schiene einordnen wollen. Masicek richtet sich gegen eine unbewusste Ideologisierung der durchschnittlichen Marx-Interpretation, die auch dadurch ermöglicht wird, dass Marx der Ausdrucksweise der Gebildeten seiner europäischen Umwelt bediente, so dass der schon bekannte Marx sich einem Verständnis verdankte, der Marx auf die in der zeitgenössischen Philosophie und abendländischen Geistestradition hin untersuchte, die er wie auch immer modifiziert übernahm. Dagegen spricht ja auch gar nichts, aber Masicek interessiert sich vor allem auf den von diesen Traditionen auch unabhängigen Marx. Ich zitiere ihn: Trotz ihrer Fülle können die vorliegenden Marx-Deutungen infolge des Verhaftetseins in einer bestimmten Denktradition nur richtige Teilerkenntnisse bieten. Wer also angesichts des ungeheuren Umfangs des marxischen Lebenswerks und der zur Lektüre nötigen Vertrautheit mit den zur Zeit Marxens gültigen Ergebnissen mehrerer Einzelwissenschaften zur Sekundärliteratur greift, stößt in der Regel auf die traditions- und subjektüberschatteten Teildeutungen, die von ihren Schöpfern gleich autoritativ wie unbefangen als Gesamtdeutungen gemeint sind und daher auch den Eindruck vermitteln, sie zu sein. Die Folge ist, dass der Eindruck unkritisch als der richtige übernommen und weitervermittelt wird. Da die Zahl der Marx selbst Lesenden klein ist, das war 68, ist das Marx-Bild nicht nur der meisten Marxisten und Antimarxisten, sondern auch einer ansehnlichen Menge von Fachgelehrten geprägt von doppelter Selbstinterpretation. Man interpretiert sich nicht in Marx selbst, sondern in einen von der Selbstinterpretation determinierten Sekundär-Marx hinein. Dabei ist eine den Gipsbüsten sonstiger Klassiker vergleichbare Klischeevorstellung in Umlauf gesetzt. Förmlich standardisierte Marx-Zitate, mit denen dann oft auch noch Klein- und Kleinstverteiler, wenn nicht richtig, so doch verblüffend routiniert zu operieren verstehen, machen aus dem wirklichen Marx von sehr vielen, die ihn in Wahrheit nicht kennen, als ein längst Bekannter angesehen. Ist Marx auf diese Weise erst einmal eingeordnet, dann hat man sich zwar gewiss eine ebenso mühsame wie weitläufige Lektüre, aber auch Marx selbst erspart. Und sollte man doch einmal zu Marx selbst greifen, man wäre bereits in fataler Weise vorbereitet und imprägniert. Also kaum noch aufnahmefähig. Der Text ist fertig, wir sind mit ihm fertig und unsere Adresse geht andere Wege. Der letzte Satz war damals von Hillmann, der so einige Marx-Schriften bei Rowohlt herausgegeben hatte, gesagt worden. Wohlgemerkt, dies wurde 1968 geschrieben. Da begann die wirkliche Marx-Aneignung noch gar nicht. Solch ein Marx war bei Marxisten und Antimarxisten tatsächlich sehr verbreitet. Bis heute merkt man das immer noch, dass Marx-Texte kritisiert oder referiert werden,
ohne dass der Autor auch nur einen davon gelesen hat. Was fehlt denn dabei, ist eine Reflexion auf die Marxischen Denkvoraussetzungen. Maciek sah damals, dass dieser Draht, das möglicherweise heute genauso aktuell ist wie damals vor 50 Jahren, dieses fordert vom Leser, nicht nur die Marxischen Voraussetzungen zu erkennen, sondern sie auch mit den eigenen zu konfrontieren. Was wiederum bedeutet, die eigenen Denkvoraussetzungen zu erkennen. In einem guten Sinne ist es das, was den Namen kritischer Theorie verdient. Maciek geht aus auf die Gemeinsamkeiten der abendländischen Philosophiegeschichte. Aber hebt ab auf die Grundverschiedenheit von diesen. Nun haben die denkerischen Voraussetzungen marxischen Denkens gegensätzlichen Charakter der Grundhaltung, die der Marx-Interpretation Masitek zufolge sich gerade daran festmachen, dass Marx Jude war und nur als Jude verstehbar ist und es auf bestimmte Weise auch nicht ist. Er meint also, Marx konnte nur durch die schon von seinem Vater unter dem Druck der christlich-abendländischen Umweltverhältnisse eingeleitete Verleugnung seines Judentums das werden, was er seiner Nachwelt bedeutet. Nachwelt und Umwelt sind dieselbe, dem Judentum abgeneigte, es verleugnende Welt des Abendlandes. Von wenigen Ausnahmen abgesehen haben sich Marx-Nachfolge und Marx-Forschung dieser Verleugnung angeschlossen. Man verhält sich zu ihr so, wie man sich zum Judentum selbst zu verhalten pflegt, als zu etwas, das Nachsicht verdient und desto peinlicher wird, je mehr man davon redet. Man folgt an einer marxischen Gebärde, die erzwungen war und kann somit nicht gewahr werden, wie sehr man sich damit von Marx entfernt. Indem man mit Marx das Judentum negiert, erweist man zwar zweifellos ihm persönlich einen postumen Gefallen. Indem man jedoch im krassen Gegensatz zu den Prinzipien wahrer Wissenschaftlichkeit dem Motiv der marxischen Gebärde keine Beachtung schenkt, kann man auch jener Fundamente nicht einsichtig werden, aus denen Marx Denken kommt. Eine derartige Entwicklung hat Marx nicht beabsichtigen und auch nicht voraussehen können, als er sein Judentum verleugnete. Aber als wissenschaftlich Interpretierender und mehr noch als Mensch müsste man in Betracht ziehen, dass es nicht dasselbe ist, ob ein Jude dem Druck der Umwelt entsprechend das Judentum verachtet oder ob man, zumal als Nichtjude, dieser Verachtung unkritisch, nämlich ohne Selbstkritik, folgt. Es spricht alles dafür, dass im Verhalten der Umwelt zum Judentum bis heute keine grundlegende Wandlung eingetreten ist. Ob Marx nun begeistert wäre, dass die Herausgeber der ersten Mega, also Marx Engels Gesamtausgabe, seine Abitursarbeiten veröffentlichten, die er 1835 im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier schrieb. Sei dahingestellt. Aber nun haben wir sie mal und sie werfen ein Licht auch auf seine frühe intellektuelle Sozialisation. Sein Lehrer Wittenbach, also sein Deutschlehrer, hatte einen großen Einfluss auf ihn gehabt und in eine seiner Abitursarbeiten ging auch etwas ein, was Ursprünge im Judentum verrät. Diese Abitursarbeit ging also um die Berufswahl eines Jünglings. Und dort drin schreibt Marx: Die Hauptlenkerin aber, die uns bei der Standeswahl leiten muss, ist das Wohl der Menschheit, unsere eigene Vollendung.
Also Standeswahl, Berufswahl, nicht? Also würden wir heute sagen. Man erwähne nicht, diese beiden Interessen können sich feindlich bekämpfen. Das eine müsse das andere vernichten. Sondern die Natur des Menschen ist so eingerichtet, dass er seine Verkommnung nur erreichen kann, wenn er für die Vollendung, für das Wohl seiner Mitwelt wirkt. Wenn er nur für sich schafft, kann er wohl ein berühmter Gelehrter, ein großer Weiser, ein ausgezeichneter Dichter, aber nie ein vollendeter, wahrhaft großer Mensch sein. Die Geschichte nennt diejenigen als die größten Männer, die, indem sie für das Allgemeine wirkten, sich selbst veredelten. Die Erfahrung preist den als den Glücklichsten, der die meisten glücklich gemacht. Die Religion selber lehrt uns, dass das Ideal, dem alle nachstreben, sich für die Menschheit geopfert haben. Und wer wagte, solche Aussprüche zu vernichten? Wenn wir den Stand gewählt, in dem wir am meisten für die Menschheit wirken können, dann können uns Lasten nicht niederbeugen, weil sie nur Opfer für alle sind. Dann genießen wir keine arme, eingeschränkte, egoistische Freude, sondern unser Glück gehört Millionen. Unsere Taten leben still, aber ewig wirkend fort. Und unsere Asche wird benetzt von der glühenden Träne edler Menschen. Die Verbesserung der Welt spielte ja traditionell im Judentum eine Rolle. Und das ist etwas, was auch eine Konversion und Verleugnung des Judentums überlebt. Auch natürlich bei Marx. Die Herausgeber der Marx Engels Werke, also das ist diese blauen Bände, die berühmten Marx Engels Werke, wiesen darauf hin, dass Wittenbach Jahre vorher schon eine Rede gehalten hatte, die Ähnliches formulierte wie Marx in seinem Abitursaufsatz. Ja, kein Wunder, nicht? Wir hatten den Lehrer gehabt. Und benotet wurde das Ganze mit ziemlich gut. Und es wurde Marx Gedankenreichtum und eine gute planmäßige Anordnung zugeschrieben, während die übertriebene Suche nach bildreichen Ausdruck moniert wurde. Die Arbeit in Religion könnte vom jungen Hegel stammen, also auch so eine andere Abitursarbeit, aber der stand Marx nicht zur Verfügung. Wir sehen da natürlich christlich-protestantische Motive. Wir hatten bereits thematisiert, dass im 18. bis 19. Jahrhundert eine Religionisierung oder Konfessionalisierung des Judentums stattfand, die vor allem die protestantische Religion für die Institutionalisierung des Judentums zum Vorbild nahm. Wenn man von Judentum redet, muss man ja wissen, dass über weite Strecken der jüdischen Geschichte es so war, dass das Judentum sich ethnisch definierte. Die Konfessionalisierung war ein Produkt eben des 18. bis 19. Jahrhunderts. Aber hören wir mal, für manche ist es vielleicht verblüffend, was Marx da schrieb. Man vergleiche das dann mit seinen späteren Schriften. Unser Herz, die Vernunft, die Geschichte, das Wort Christi rufen uns also laut und überzeugend zu, dass die Vereinigung mit ihm unbedingt notwendig ist, dass wir ohne ihn unseren Zweck nicht erreichen können, dass wir ohne ihn von Gott verworfen wären, dass nur er uns zu erlösen vermochte. So durchdrungen von der Überzeugung, dass diese Vereinigung unbedingt notwendig ist, sind wir begierig zu erforschen, worin denn dieses hohe Geschenk besteht. Dieser Lichtstrahl, der aus höheren Welten beseelend in unser Herz fällt und uns geläutert zum Himmel emporträgt, welches das innere Wesen und der Grund derselben ist. Sobald wir die Notwendigkeit der Vereinigung erfasst haben, steht der Grund derselben, unsere Erlösungsbedürftigkeit, unsere zur Sünde hingeneigte Natur, unsere schwankende Vernunft, unser verdorbenes Herz, unsere Verwerflichkeit vor Gott, klar vor unseren Augen.
Und welcher er sei, brauchen wir nicht mehr zu erforschen. Ja, das ist der wirklich ganz junge Marx. Masicek weist auf Ursprünge hin, auf Rabbi Nachman und den ostjüdischen Chassidismus, als die Ahnen von Marx als Rabbiner wirkten, nachdem für des Menschen Aufstieg keine Grenze sei und das Höchste offen. Und Masicek verweist auf den dritten Lehrsatz des dritten Teils der Ethik Spinozas. Das ist ja dieser berühmte, durchaus jüdischer Denker, der allerdings gebannt wurde aus der jüdischen Gemeinde, die sehr viel aus Kabbalisten bestand, und er gehörte zu den Rationalisten, und da gab es immer einen Konflikt. Der Lehrsatz 3 lautet also: Die Aktivitäten des Geistes entspringen allein adäquaten Ideen, während die Formen des Alleins allein auf inadäquaten Ideen beruhen. Also Aktivität des Geistes. Und die Anmerkung dazu: Wir sehen also, dass Formen des Alleins dem Geist nur insofern zukommen, als er etwas hat, das eine Verneinung in sich schließt. Anders formuliert: Insofern er als ein Teil der Natur angesehen wird, der durch sich selbst oder andere Teile nicht klar und deutlich wahrgenommen werden kann. Darauf gestützt könnte ich zeigen, dass Formen des Erleidens sich in gleicher Weise auf Einzeldinge wie auf den Geist beziehen und nicht anders aufgefasst werden können. Meine Absicht ist jedoch nur, von dem menschlichen Geist zu handeln. Soweit Spinoza. Der Rationalismus und Realismus hatte tatsächlich bei Marx seinen Niederschlag schon recht früh gefunden, und die Exzerpte sind in der neuen Mega, also der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe, auch überliefert. Gerhard Scheidt hat in seinem letzten größeren Buch da etwas dazu auch geschrieben, nicht? Also über die Kritik des politischen Engagements, so heißt das. Da findet man dann so einige Sachen von Spinoza da drin, die alle genommen worden sind, also aus Marx in der neuen Mega-Ausgabe. Masicek, schon 68 allerdings, schreibt das der Familienerfahrung zu, vor allem auch auf hinsichtlich des Gedankens der Totalität, dass der Blick auf einen Aspekt nie das Ganze zu umfassen vermag. Die Hinweise auf Motive aus der Tradition der rabbinischen Familie Marxens werfen auch einen Blick auf die marxische Vorgehensweise, die auch Marxens Tikkun Olam, also repariere die Welt oder Reparatur der Welt, beeinflusst haben mag. Von Rabbi Bunam ist überliefert ein Zitat, das Masicek auch anführt. Nämlich: Jeder von euch muss zwei Taschen haben, nach Bedarf in die eine oder die andere greifen zu können. In der rechten liege das Wort: Um meinetwillen ist die Welt erschaffen worden. Und in der linken: Ich bin Staub und Asche. Da haben wir also zwei Momente, nicht? Dieses eine Moment, das betont, dass es auch in der jüdischen Religion um den Menschen geht, um das Wohl des Menschen, nicht? Und es liegt in den Schriften dann immer die Forderung, die Welt besser zu machen. Wir ahnen ja auch schon, weswegen Masicek das dann hier anführt, für einen unbekannteren Marx. Nicht? Und in der linken Tasche ist dann: Ich bin Staub und Asche. Also da wird dann von der Endlichkeit des Menschen und der Demut gesprochen, während das andere ihn ja schon fast, aber nur fast, vergöttlicht. Ja, hier sehen wir in der Zeit, also in der Familienerfahrung,
der Marxens die Schwierigkeiten nicht nur als neue Protestanten, sondern auch in der Berufswahl, worum Willen Vater Marx die Konversion vollzog. Das wird von den Autoren der Abhandlung über Marx ausführlich diskutiert, um zum grundlegenden Problem zu kommen. Das Problem Beruf und Berufswahl war seitens der Eltern mit der nackten Existenzsorge verknüpft. Und es wäre widersinnig, dass den jungen Marx diese Sorge nicht belastet hätte. Drittens folgt aus Marx' Worten, dass für ihn das Urteil der Außenwelt wenig wog gegenüber dem eigenen. Die anderen Menschen haben also richtig in der Instanz weniger Gewicht als das Ich. Aber das Urteil der anderen wiegt nicht nur wenig, es ist an sich wertlos und erhält Wert erst durch das eigene Urteil. Das sich Identifizieren mit der Menschheit fordert das Ausgehen vom Ich und nicht etwa dessen selbstlose Negation. Also wir sehen, dass also in Marx' Worten einem menschenfeindlichen Kollektivismus, den man ja vor allen Dingen seinen Nachfolgern im Osten vorgeworfen hatte, so dass das bei Marx schon jung nicht der Fall war. Und dann geht's weiter. Erst wenn alles, wovon hier hinsichtlich der Wahrheit des Berufes bisher die Rede war, erwogen worden ist, kann nach dem Gesichtspunkt der Würde eine engere Wahl stattfinden. Unter mehreren möglichen Berufen mögen wir den ergreifen, der uns die größte Würde gewährt, der auf Ideen gegründet ist, von deren Wahrheit wir durchaus überzeugt sind, der das größte Feld darbietet, um für die Menschheit zu wirken und uns selbst dem allgemeinen Ziel zu nähern, für welches jeder Stand, also Berufsstand, nur ein Mittel ist, der Vollkommenheit. Das ist eine neuerliche Erhärtung des Hauptgedankens. Die eigene und menschliche Konkretisierung ist abhängig von der Größe des Wirkfeldes, wobei es da von Vollkommenheit gesprochen wird, naheliegt, dass das maximale Feld die Menschheit selber ist. Und da gehen wir doch nochmal näher auf den Marx ein in der Hinsicht. Und da wird also Marx, der ja dann auch in dieser Schrift zitiert, der dann auch auf das verweist, was Marx später dann zur Weltveränderung führt. Nicht die berühmte 11. Feuerbach-These. Nicht? Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Nicht? Und solche Parallelformulierungen sind ja immer sehr wichtig gewesen in seiner Entwicklung. Aber damals schrieb er schon, also die Würde ist dasjenige, was den Mann am meisten erhebt, was sein Handeln, allen seinen Bestrebungen einen höheren Adel leiht, was ihn unangetastet von der Menge bewundert und über sie erhaben dastehen lässt. Das dürfte eigentlich von Frauen auch gelten, aber in der Zeit hatte man an so etwas sehr selten gedacht. Würde kann aber nur der Stand gewähren, in welchem wir nicht als knechtische Werkzeuge erscheinen, sondern wo wir in unserem Kreise selbstständig schaffen. Kann nur der Stand gewähren, der keine verwerfliche, selbst im Anschein danach nicht verwerfliche Taten erheischt, den der Beste mit edlem Stolze ergreifen kann. Der Stand, der dieses am meisten gewährt, ist nicht immer der höchste, aber stets der vorzüglichste. Wie aber ein Stand ohne Würde uns erniedrigt, so erliegen wir sicher unter der Last einer solchen, der auf Ideen gegründet ist, die wir später als falsch erkennen. Da sehen wir keine Hilfe mehr als in der Selbsttäuschung und welche verzweifelte Rettung die Selbstbetrug gewährt. In der MEW-Ausgabe ist das auch im Band 40 zu finden, in Parallelausgaben, in diesen Ergänzungsbänden ebenso. Wir finden da durchaus einen Zug zum elitären Denken, wie das neuhumanistische Bildungsideal seiner Gymnasialzeit es propagierte. Aber Marx spricht, und das ist ja auch ein typisches jüdisches Moment, von den Menschen,
also von den Menschen, also jedem. Ein fichtisches Moment paart sich mit einem jüdischen Moment. Wir finden also so eine Verweltlichung, die beim Judentum auch vorher schon dazugehörte. Das war ja immer welthaft, das Judentum, im Gegensatz zum christlichen Messianismus, das mehr eine geistliche Angelegenheit ist. Nicht? Das kann man bei jüdischen Autoren immer wieder betont finden. Also wäre das dann, beim Juden wäre es eigentlich schon überdeterminiert, aber Marx in dieser jetzt nun christlichen Umgebung, in die ihn sein Vater hineingestellt hat, wiederholt das, was dann im Judentum ursprünglich ja schon angelegt war. Maschizek fiel das natürlich auf und er zitiert dann Beck, natürlich eine spätere Schrift, aber diese Zeit beschreibt, wie groß immer der Unterschied von Mensch zu Mensch ist, die Gottesebenbildlichkeit ist eben allen ihr Charakter, ist ihnen allen gemeinsam. Sie ist es, die den Menschen bezeichnet. Gottes Bund ist mit allen Menschen, so wie er mit allen Welten ist. Nicht bloß dieser oder jener kann das Ebenbild Gottes sein, sondern der Mensch schlechthin ist es. Denn darin ist der Grund und der Sinn alles Menschenlebens. Im Wesentlichen und Entscheidenden sind alle gleich. Das ist ein interessanter Gedanke, der natürlich auch Marx durchaus leitete an diesen Aufsatz. Und, was sind denn da jetzt falsche Berufe? Nicht? Also jeder hat ja auch mal irgendwie seinen Beruf wählen müssen. Nicht? Falsche Berufe sind solche, die keine Würde gewähren, weil der Mensch nur zum Mittel wird. Mit dieser Aussage hatte Marx schon Glück, einen Lehrer zu haben, der Ähnliches vertritt. Im Gegensatz zum Tier muss er ja seinen Beruf, seinen Weg selber wählen und kann sich dabei irren und seine Existenz in Würde vernichten. Das heißt, sich gegen seine eigene Menschheit entscheiden, auch aus falscher Begeisterung heraus, wie Marx betonte, die einen Selbstbetrug darstellt. Hier haben wir schon Ansätze zur Ideologiekritik bei Marx. Er interessiert sich schon für die von der Gesellschaft gebotenen Möglichkeiten, noch recht idealistisch zwar, aber das wird ihn ja umso mehr später auf die Grenzen der Würde in der modernen kapitalistischen Gesellschaft führen. Man könnte auch sagen, dass Marx ohne diesen Idealismus, also im schlechten Sinne Idealismus eigentlich, gar nicht dahin getrieben worden ist, Einwände gegen die moderne kapitalistische Gesellschaft zu haben. Und das schon, als er nachdachte über die Berufswahl, nicht? Wo man da ja in eine Lage gebracht werden kann, nicht? Unter Umständen als Schlimmste in der modernen Gesellschaft, als Lohnarbeiter, nicht? Da hatte er dann schon Bedenken, in so eine Lage zu geraten. Sein Freund Engels hat ja dann auch die Lage der Arbeiterklasse beschrieben. Wo er das schon antizipiert, wird er das allerdings von seinem Lehrer moniert in der Kritik entwürdigender Berufe. Also Berufe wie Journalist, Publizist und Allround-Gelehrte der Beschäftigung mit abstrakten Wahrheiten. Wenn Marx jetzt von abstrakten Wahrheiten in diesem Kontext spricht, ist das natürlich jetzt nicht im hegelischen Sinne oder so etwas gemeint, sondern sogar positiv. Dass man also seine Perfektibilität Rechnung trägt, nicht? Das schreibt also Marx vor. Hatten wir auch schon eingangs zitiert, nicht? Dass es darauf ankäme, ein vollendeter, wahrhaft großer Mensch zu werden. Man hatte der Ideale, nicht? Da kann man Marx' spätere Entwicklung durchaus erkennen, auch wenn hier noch teilweise eine Art Herz-Jesutum oder dergleichen bei ihm sich findet, als Abiturient halt. Sein Lehrer Wittenbach war ursprünglich übrigens katholischer Theologe.
hatte aber schon 1791 auf den geistlichen Beruf verzichtet, um Lehrer zu werden. Das sah er für eine wichtigere Aufgabe an. Er hatte kurz vor Marxens Abitur der Schule die Aufgabe zugesprochen, zum heiligen Glauben an Fortschritt und Veredelung heranzubilden. Da hatte Marx wirklich Glück gehabt, wenn Wittenbach formuliert, jedem nach seiner Art ist die Bahn zur Unsterblichkeit aufgetan und jeder kann auf seiner Stelle ein Wohltäter des Menschengeschlechts werden. So weist das auf spätere marxische Formulierung voraus, nicht jeden nach seinen Fähigkeiten, seinen Bedürfnissen und diese ganzen Sachen, das ahnt man ja schon, wenn man das Spätere kennt. Wenn auch diese Formulierungen sehr idealistisch anmuten. Also idealistisch nicht im Sinne der Philosophie, sondern im Sinne des nahe an der Illusion gemeinten, wie man das manchmal auch ja heute noch gebraucht. Wir finden hier auch Bezüge zu Rousseau und Kant, schon bei Wittenbach, also deren Pädagogik sehr nahe an die zeitweilig modisch gewordene Antipädagogik sind. Rousseau war ja auch in der Aufklärungszeit einer der wenigen, die nicht durch größeren Antisemitismus hervortraten und menschliche Gerechtigkeit aus dem Prinzip der aus der Selbstliebe stammenden Menschenliebe, also französisch Amour de soi, auffassten, die der Selbstsucht, also Amour de propre, entgegengesetzt war. Wenn Marx von Gottheit spricht, so Masizek, so sei das unbewusst schon die Menschheit, was ja auch die Rezeption der Religionskritik von Feuerbach im Grunde genommen vorbereitete. Christliches hatte in Marxens Denken, das ist auch nicht verwunderlich, kaum einen Platz in der Systematizität seiner Aufsätze. Auch wenn das Abiturzeugnis ihm bescheinigt, dass er sich einigermaßen, wie das da heißt, in der Geschichte der christlichen Kirche auskenne. Der Religionslehrer Küpper in Trier hatte wohl auch die Marxens getaubt, als sie konvertierten. So ist der Wahl, also tatsächlich ein Pfarrer. Nun war die Konversion also auch nicht so einfach, nur so aus politischen Gründen geschehen. Wenn Heinrich Marx konvertierte in einer katholischen Gegend zum Protestantismus, nicht, das ist ja Trier, nicht, war das nicht an erster Stelle aus politischen Gründen, sondern wie er in einem Brief an seinen Sohn Karl, also Karl Marx natürlich, schrieb, um sich gegen die entehrende Behandlung und die globale Diffamierung des Judentums zur Wehr zu setzen. Also das, die Konversion war natürlich nicht so freiwillig, nicht? So aus Überzeugung, dass Jesus der Messias sei oder so etwas. Das haben die natürlich trotzdem nicht geglaubt. Nicht? Man denke ja auch an Heinrich Heine, der auch so etwas nicht denken mag. Ein Autor namens Lesser hatte in seiner Schrift In der Jude, so hieß die Zeitschrift, Karl Marx als selbsthassender Jude aufgewiesen, dass Marx Sprache jüdisch sei, und seine jüdische Identität auch dann zutage trete, wenn er die Juden verdamme. Solche Erklärungen nehmen stets, um Marxens jüdischen Selbsthass zu erklären, ein Modell des Konflikts jüdischer Identität und westlicher Zivilisation zum Maßstab. Wenn Marx früh schon von edler Menschheit sprach, darf man das nicht christlich verstehen. Masizek hat die spätere Rezeption des deutschen Idealismus und des Junkelianertums so denn auch als im Grunde genommen jüdisch aufgewiesen. Das heißt, da, wer sich die Mühe macht, die Worte Menschheit, edle Menschheit zu betrachten und ihren biblisch-jüdischen Sinn nachzuspüren, erkennt, dass Karl Marx, bevor er an Fichte, Schelling, Hegel und Feuerbach lernte, in der Familie sein unbewusstes Judentum gelernt hat. Und Marx' denkerische Leistung auf ökonomischem Gebiet sowie seine feindselige Haltung gegenüber dem Judentum gewinnen einen ungewohnten Aspekt, wenn man
derselbe Eingabe seines noch ungetauften Vaters entnimmt, dass das nach der preußischen Besetzung der Rheinlande aufgehobene napoleonische Ausnahmegesetz aus dem Jahre 1808 die Juden pauschal des Wucherns beschuldigt hatte. Also das war dann auch schon in der Familienseits nicht so unkritisch gegenüber antijudaistischen oder antisemitischen Aspekten in der Politik. Aber nochmal, Maliszek, Marxens ganzes Denken und Wirken wäre im Innersten nicht zu verstehen, ließe man außer Acht, dass Marx jüdische Eltern hatte, dass diese bemüht waren, das Judentum hinter sich zu lassen und sich der christlichen Gesellschaft zu assimilieren und dass das jüdische Assimilantentum das Entstehen gewisser Sonderformen der spezifisch jüdischen Denkvoraussetzung begünstigt. Sowas hat natürlich Tradition. Wenn wir die Verfolgung der Maranen und den spanischen Juden, den Sepharden, noch bedenken, die wurden ja zur Konversion gezwungen und das ist natürlich keine so gute Voraussetzung, um jüdische Riten dann aus der Welt zu bringen, nicht? Deswegen schritt man ja auch sehr schnell dann fort zur Verfolgung, Vertreibung und so weiter. Marx, geboren vor fast 200 Jahren, von heute aus gesehen, im Mai feiern wir ja seinen 200. Geburtstag, wurde also als Jude geboren und als Sechsjähriger dann christlich getauft. So einfach lässt er sich allerdings dann nicht einordnen. Egal, welche Schublade man nimmt, sie wird klemmen. Das hängt mit dem Fortwirken kultureller Tradition des Judentums und der bewusstlosen Identifikation von jüdischen und außerjüdischen Gegebenheiten im marxischen Denken zusammen. Das bedeutet allerdings für viele Marx-Exegeten, dass die jüdischen Besonderheiten gar nicht erst wahrgenommen werden und Marx in die Kontinuität christlich-abendländischer Tradition eingefügt wird. Das hängt auch damit zusammen, dass sei es jüdische, sei es nicht jüdische Autoren sich der gegensätzlichen Denkvoraussetzung auch nicht bewusst sind. Das war ja nun eine Zeit, wo sozusagen der Übergang von Christen zu Juden, Juden zu Christen und so weiter relativ fließend war. Und durch die Konfessionalisierung des Judentums hatten wir ja den Sachverhalt, dass institutionell mindestens also das protestantische Christentum auch in katholischen Gegenden zum Vorbild genommen worden. Also die Synagoge tendiert dann hin zu Kirche oder so etwas, nicht? Obwohl das ja nun Synagoge, also es ist ja ein griechischer Ausdruck eigentlich, also eine Zusammenkunft eigentlich ist, nicht? Dazu braucht man dann noch nicht einmal eines festen Raumes, nicht? Es reicht, dass da ein Minyan 10 Leute zustande kommt. Wenn man nun von der Frage nach Gott selbst absieht, so Maliszek, so darf man als sicher annehmen, dass im Gottesbild und in seiner Nähe unbewusst vielerlei artikuliert wird, dass der emotionalen Basis alles späteren Lebens oder Erlebens, dem Action System, als der Grundlage aller Integration des Erwachsenen sehr nahe liegt, ja damit zum Teil identisch ist. Die elterlichen Christ-Kind-Erzählungen und die Judendarstellungen des Religionsunterrichts sind nur die in der Rückwirkung freilich verdichtend und bestärkend wirkende Oberflächenerscheinung einer in der Psyche vorausgesetzten Struktur. Da es sich nun beim durchschnittlichen Gottesbild des Abendlandes um ein aus der Bibel abgeleitetes handelt, hat es mit den Juden zu tun und da auch mit dem Emotionsgehalt der nichtjüdischen Sicht der Juden. Das christlich-abendländische Judenbild drückt sich durchaus in Produktionsweise, Politik, Sittlichkeit, Kunst und Religionskritik durchaus. Es wird von den Eltern den Kindern weitervermittelt. Wenn man manchmal Sektenmitglieder christlichen Schlags mitbekommt, nicht, lockt das ja auch dem kritischsten Geist schon mal ein Gott sei Dank bin ich ein Atheist heraus oder ein
Mein Gott, was ist das denn? Obwohl man das als Atheist ja eigentlich gar nicht sagen dürfte. Günther Anders sprach ja sogar davon, dass man nicht einmal Atheist sagen dürfte, weil da ja im Wort auch schon Gott vorkommt, nicht? Theos, nicht? Und man dann doch von etwas redet, was dann ja gar nicht ginge, nicht? Nicht, wie soll man da etwas verneinen, was gar nicht existiert? Das ist, ist man dann noch nicht mal ein Atheist, nach Günther Anders. Nun, diese Einsichten, die die Masicek da hatte, hat Marx in anderer Hinsicht, nicht, was also Sozialisation, Tradition und solche Dinge angeht, ja auch selber schon formuliert. Etwas später natürlich, als jetzt diese Jugendschriften als Abiturient. Also diese berühmte Formulierung, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden. Und wenn sie eben damit beschäftigt scheinen, sich und die Dinge umzuwälzen, noch nicht Dagewesenes zu schaffen, gerade in solchen Epochen revolutionärer Krise, beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit zu ihrem Dienste herauf, entlehnen ihnen Namen, Schlachtparolen, Kostüm, um in dieser altwürdigen Verkleidung und mit dieser erborgten Sprache die neue Weltgeschichtsszene aufzuführen. So maskierte sich Luther als Apostel Paulus, die Revolution von 1789 bis 1814 drapierte sich abwechselnd als römische Republik und als römisches Kaisertum, und die Revolution von 1848 wusste nichts Besseres zu tun, als hier 1789 dort die revolutionäre Überlieferung von 1793 bis 1795 zu parodieren. So übersetzt der Anfänger, der eine neue Sprache erlernt hat, sie immer zurück in seine Muttersprache, aber den Geist der neuen Sprache hat er sich nur angeeignet, und frei in ihr zu produzieren vermag er nur, sobald er sich ohne Rückerinnerung in ihr bewegt und die ihm angestammte Sprache in ihr vergisst. Das hatte Marx prinzipiell im Grunde schon abstrakt im Abituraufsatz formuliert, wenn er davon sprach, dass den Menschen die Menschheit zu veredeln ein Ziel sei, dass die Menschen aber von der Verwirklichung behindert sind. Man könnte ja auch sagen, dass das Kapital von Marx im Wesentlichen die determinierenden Faktoren, die das verhindern, zum Thema gemacht hat. Nicht, also was wir hier so psychoanalytisch oder so betrachten würden, nicht? Also er betrachtet ja nicht nur die Tradition, also die Geschichte der objektiven Gesellschaften, der Produktionsverhältnisse und so etwas, sondern auch die subjektive Entwicklung in dem Zitat eben. Nicht? Das ist ja eigentlich wunderschön formuliert. Wenn man Marx jetzt nicht zum Genie erheben will, der haben alle auch schon da gewesen, nicht? Das ist die berühmte Berufskrankheit des Historikers, nicht? So verdanken sich solche Einsichten durchaus der Dichte der kulturellen Vererbung. Auf der anderen Seite werden bei der räumlichen Entfernung von den Eltern die Briefe des Vaters auch mahnender. Also Marx war da ja durchaus schon selbstständiger und also aus dem Brief des Vaters. Dein Kränzchen spricht mich. Du glaubst es besser an als die Kneipe. Junge Leute, die an einer solchen Zusammenkunft Vergnügen finden, sind notwendig gebildete Menschen und fühlen besser ihren Wert als künftige vorzügliche Staatsbürger, denn jene, welchen ihren vorzüglichen Wert in vorzüglicher Rohheit finden. Du tust wohl daran, mit dem Drucken zu warten. Ein Poet, ein Literator muss jetzt etwas Tüchtiges zu liefern berufen sein, wenn er öffentlich auftreten will.
Sonst mag er zwar den Musen huldigen, das bleibt immer eine der edelsten Frauenhuldigungen. Aber wenn überall das erste Eintreten in die Welt großenteils entscheidend ist, so ist das vorzüglich bei diesen Halbgöttern der Fall. Ihr Übergewicht muss in dem ersten Verse sich darstellen, damit jedermann gleich den Götterhorn erkenne. Ich sage es dir unverhohlen, mich freuen innig deine Anlagen und ich verspreche mir viel davon, doch mich würde es jammern, dich als gemeines Poetlein auftreten zu sehen und bliebe dir noch hinlänglich, um deine nächste Umgebung in Familienkreise zu ergötzen. Nur der Vorzügliche hat das Recht, die Aufmerksamkeit einer verwöhnten Welt in Anspruch zu nehmen, die einen Schiller hat. Poetische Geister würden wahrscheinlich sagen Götter. Ich danke dir übrigens, lieber Karl, für deine sehr kindliche Bemerkung, dass du deine erste Arbeit erst mal der Kritik unterwerfen würdest. Das ist von dir umso zarter, als du weißt, wie wenig die Natur mir von Poesie eingeimpft, wie ich sogar in meinem Leben nicht imstande war, einen nur erträglichen Vers zu machen, selbst in den süßen Tagen der ersten Liebe. Indessen will ich daran denken und abwarten, ob es bloß ein Kompliment gewesen. Wie kommt es, lieber Karl, dass deine Reise nicht in Ausgabe figuriert? Du hast dich doch hoffentlich nicht mit Fechten durchgeschlagen. Ich lege einen Kassenschein von 50 Talern bei und kann dir nur bei dieser Gelegenheit sagen, dass du für deine Studien allein Sorge tragen sollst und indem du nicht mehr als nötig brauchst, dich jeder weiteren Grille zu enthalten. Die Hoffnung, dass du einst deinen Geschwistern eine Stütze sein könntest, ist zu schön und lächelt ein gutmütiges Herz zu sehr an, als dass ich sie dir entziehen wollte. Ich habe für den Augenblick weiter nichts hinzuzusetzen und empfehle dir nur wiederholt, deine Gesundheit zu schonen und zu erhalten. Es gibt kein beklagenswerteres Wesen als ein sicher Gelehrter und keine unglücklicheren Eltern als jene, welche einen hoffnungsvollen und mit Aufopferung erzogenen Sohn dahin schwinden sehen. Beherzige das. Ich kann nur an dein Herz appellieren, denn ich glaube es gut und edel. Es umarmt dich von ganzer Seele, dein Vater Marx. So klingt das also, wenn der Vater Marx dem Sohne schreibt, der ihm da wohl einige so poetische Schriften geschickt hat. Manchmal zeigt es sich auch, dass der Vater sich dann darüber beklagt, dass sein Sohn von innerer Zerrissenheit schreibt. Ja, es ist dann ja auch nicht so schön, wenn dann der Vater dann nicht mehr die Taler schickt. Ich liebe dies moderne Wort nicht, worin sich alle Schwächlinge hüllen, wenn sie mit der Welt hadern, dass sie nicht ohne alle Arbeit und Mühe wohl möblierte Paläste mit Millionen von Equipagen besitzen. Diese Zerrissenheit ist mir ekelhaft und von dir erwarte ich sie am allerwenigsten. Welchen Grund kannst du hierzu haben? Hat dir nicht seit der Wiege an alles gelächelt? Hat die Natur dich nicht herrlich begabt? Haben deine Eltern dich nicht mit verschwenderischer Liebe umfasst? Hat es dir bisher je daran gefehlt, deine vernünftigen Wünsche zu befriedigen? Soweit der Vater. Die Mutter scheint, folgt man der biografischen Literatur, nicht so sehr prägend gewesen zu sein. Aber wer so redet, kennt die jüdische Mamme nicht und es ist umso mehr prägend, als man gemeinhin denkt. Aber sie war nicht so alphabetisiert, wie das für einen Briefwechsel angebracht wäre und dann auch noch mehr Jiddisch als Deutsch. Wir erinnern uns aus der letzten Sendung, dass Friedrich Engels auch das Jiddische ja auch lesen konnte. Nicht? Das hatten wir schon thematisiert. Er hatte nach der naiven Akzeptanz des Judentums unter Einfluss von Marx gestanden und man fand zeitweilig auch antijüdische Momente bei Engels. Bei Marx haben wir allerdings eine größere Kontinuität. Bei Marx finden wir durchgehend hinsichtlich des Judentums eine Ambivalenz, weil er sowohl geprägt davon ist, aber auch in einer antijüdischen Umgebung geprägt war, auch durch die Autoren des deutschen Idealismus. Dazu werden wir auch noch mal etwas genauer noch kommen müssen, was da so Kant, Fichte, Hegel und Konsorten da nicht erst dann die jungen Hegelianer da über die Juden Erbärmliches manchmal geschrieben haben. Aber hier bei Marx liegt das durchaus an der Familienerfahrung, was Masicek ja auch richtig ausgearbeitet hat. Wir hatten schon Formulierungen aus späterer Zeit gezeigt, aber der besondere Einfluss
der Geldwirtschaft auf das Judentum hatte Marx es angetan. Und selbst da, wo er die Judenemanzipation verteidigt, bleibt er ambivalent. Im Februar 1853 fand ich eine Passage, die ich noch nicht zitiert hatte. Das hole ich dann hier auch nochmal nach. Zum Schluss, also aus späterer Zeit, da zeigt sich auch, dass sie eine Art jüdischer Selbsthass, aber noch in den 50er Jahren, nicht? In dem Artikel von Marx, Parlamentsdebatten, der Klerus und der Kampf um den 10-Stunden-Tag, Hungertod. Das ist so die Überschrift. In der gestrigen Nachtsitzung brachte Lord John Russell seinen Antrag auf Beseitigung einiger gesetzlicher Benachteiligungen der jüdischen Untertanen ihrer Majestät ein, der mit 29 Stimmen Majorität angenommen wurde. So hat das Unterhaus diese Frage aufs Neue entschieden. Das Oberhaus wird aber zweifellos die Entscheidung wieder in Frage stellen. Der Ausschluss der Juden aus dem Unterhaus ist unzweifelhaft eine absurde Anomalie, da ja doch der Geist des Wuchers so lange schon im britischen Parlament den Vorsitz geführt hat und die Juden ohnehin schon die Wählbarkeit zu allen Ämtern des staatlichen Gemeinwesens erlangt haben. Es ist aber genauso charakteristisch für den Mann und für seine Zeit, dass Finality John statt der versprochenen Reformbill die Benachteiligung der Masse des englischen Volkes an der Wahlurne beseitigen sollte, nur eine Bill einbringt, die ausschließlich der Beseitigung der Nichtwählbarkeit des Baron Lionel de Rothschild dienen soll. Wie ungemein gleichgültig dem großen Publikum diese Angelegenheit ist, geht daraus hervor, dass auch nicht aus einem Orte Großbritanniens eine Petition zugunsten der Zulassung der Juden im Parlament eingebracht worden ist. Das ganze Geheimnis dieser schmählichen Reformposse wurde durch die Rede des jetzigen Sir Robert Peel enthüllt. Das ist auch in den MEBs drin, nicht? 40, 535. Wir sehen hier also, dass Marx so einfach nicht einzuordnen ist. Weder kann man ihn einfach als Antisemiten bezeichnen, so eindeutig auch nicht als selbsthasserischen Juden, aber man findet ebenso Antijüdisches, vor allem aber auch Antireligiöses, trotz seiner nicht nur jüdischen Familie, sondern Rabbinerfamilie. Wir sehen, dass wir einmal seine eigene Einsicht zu seiner Historisierung heranziehen müssen, dann aber auch Einsichten der modernen Psychoanalyse. Das schaffen wir heute natürlich nicht mehr so in aller Kürze und hören dann noch einmal diesmal Vivian Kanner.